Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, es gibt zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Na gut, das hat mittlerweile jetzt auch die SPD erkannt. Die Antragstellerin bemerkt aber richtigerweise, dass nicht nur Köln, Bonn oder Münster betroffen sind, sondern auch zunehmend Städte des Ruhrgebiets. Diese Entwicklung ist natürlich keine Trendwende, wie es die SPD-Fraktion in ihrem Antragstext formuliert. Das Problem bestand bereits zur Regierungszeit von Rot-Grün hier im Land und die SPD sitzt auch seit 2013 in der Bundesregierung. Und ja, durch Online-Wohnungsvermittler wie Airbnb werden weitere Wohnungen vom Markt genommen, also das Angebot verknappt und die Mieten teurer. Dann fordern Sie festzustellen, dass bezahlbarer Wohnraum zur Daseinsvorsorge gehört? Ja, na gut, jedenfalls die Rahmenbedingungen dafür stimmt. Bei Wohnungsmangel soll Wohnraum geschaffen und bestehender Wohnraum erhalten werden? Ja, dieser Allgemeinplatz stimmt auch. Aber dann fordern Sie, dass Wohnraum generell nicht gewerblich genutzt werden soll. Dabei verweisen Sie wieder auf die Ferienwohnung von Airbnb. Und jetzt läuft es in die falsche Richtung. Sie benennen ein Problem, das sich unschwer lösen lässt, übermäßige Vermietung von Wohnungen durch Privatleute an Touristen, und leiten daraus ein grundsätzliches Problem einer gewerblichen Nutzung von Wohnraum ab. Dieses Problem gibt es schlichtweg nicht, jedenfalls nicht so, dass in die Rechte von Immobilieneigentümern eingegriffen werden müsste. Und das Thema Airbnb bzw. private Wohnungsvermietung unter der Hand lässt sich lösen. Also Sie sollten vielleicht das Netz nicht nur ausbauen, sondern dieses Neuland auch mal betreten. Mit mehr als 90.000 Übernachtungsmöglichkeiten ist die französische Hauptstadt die Nummer 1 in Europa bei Airbnb. Dort dürfen Airbnb-Unterkünfte nicht länger als 4 Monate im Jahr angeboten werden. In einigen Städten, in denen zeitliche Obergrenzen für Vermietungen gelten, sind Unterkünfte nach Ablauf dieses Zeitraums nicht mehr über die Plattform buchbar. Eine einfache und gute Lösung. Alles Weitere, was Sie fordern, ist unnötig und mit Verlaub ziemlich diffus. Das brauchen wir nicht. Vielen Dank.